Im Konflikt mit Belarus um die Flüchtlinge an der Grenze zu Polen hat die EU erste Erfolge erzielt. Als erstes Land verbot die Türkei nach eigenen Angaben Syrern, Irakern und Jemeniten Abflüge von türkischen Flughäfen in Richtung Belarus. Brüssel steht in der Frage seit Tagen in Kontakt mit Ländern im Nahen Osten. Der Irak wiederum will eigene Staatsbürger zurück in die Heimat holen, die im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen gestrandet sind. Die EU will außerdem neue Sanktionen gegen Belarus verhängen. Ein Außenministertreffen in der kommenden Woche soll sich mit dem Thema beschäftigen. Belarus und das verbündete Russland hielten derweil gemeinsame Militärübungen an der Grenze zu Polen ab. Das Verteidigungsministerium begründete dies mit der, Zitat, Zunahme militärischer Aktivität in der Region. In einem provisorischen Lager im Grenzgebiet harren derzeit mehr als 2000 Menschen unter den schwierigsten Bedingungen aus. 10 Menschen kamen dort polnischen Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen ums Leben.